Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wie ihr hören könnt, befinde ich hier in der Halle. Eigentlich wollte ich kein extra Video machen, aber es ist so viel passiert hier, Freunde, dass ich jetzt ein extra Video nur von der Halle machen werde, von dieser Fußballturnier, die das Fatih veranstaltet hat. Verrückte Sache, die passiert. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zugucken. Und genießt hier die Show. Es ist geisteskrank, was alles passiert ist. Hier, guckt euch den mal an, ihr mit Gucci-Cappy, Jeanshose, das ist die Straße, Freunde. Pass mal auf. Der ist mein Lieblingsspieler hier von AC Mailand. Ich sag ja, hier geht's ab. Ja, Kameramann. Digga, falsche Stelle, falscher Ort. Was sagst du? Oder ich sag dir, am liebsten würde ich jetzt mich umziehen und mitzocken, sag ich ehrlich. Aber es macht Spaß, weil die Jugend mal wieder ein bisschen, das heißt dann auffrischen, Bruder. Sowas sieht man selten, sag ich auch, in NRW. Niemand will das, ich glaube, sowas gibt es bei uns nicht. Glaube ich nicht. Egal, du wirst eines Tages der Mann dafür sein. Du musst mir das erstmal beibringen. Du musst mir mal erzählen, wie du die alle aus deren Häusern rauskriegst, weißt du? Kriegen wir hin. Man sieht sie, die freuen sich. Und man muss überlegen, ich kriege eigentlich nichts dafür, die Jungs. Die kommen einfach hier und zocken für Spaß. Es gibt keinen Gewinn, keine Preise, gar nichts. Das ist ja das Schöne daran. Die Leute kommen wirklich hier, einfach nur Fußball zu spielen. Und nicht, keine Ahnung, dass der Gewinner 10.000 Euro oder so kriegt. Sondern es gibt wirklich an erster Stelle Spaß. Auf jeden Fall. Deswegen, Bruder, Respekt, was für einen Job du machst. Danke. Man muss auch sagen, man sieht ja nicht immer, was Fatih zeigt. Aber die respektieren ihn auch hier alle, ne? Also wenn er irgendwas sagt, dann machen das auch alle. Wenn die ruhig sein, sind auch alle ruhig. Also ich könnte mir den auch in der Schule vorstellen als Sportlehrer. Ja, manchmal sind die sind schon nicht einfach, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber ist ja halt die Jugend, ne? Alle Schulen kommen. Aber großen Respekt heute, dass du dir auf die Beine stellst, auf jeden Fall. Danke dir. Das müssen wir auf jeden Fall respektieren und feiern. Hey Jungs, seid mal ehrlich, Walla, sieht der nicht ein bisschen aus wie Ronaldo? Walla, sieht der nicht aus ein bisschen wie Ronaldo? Mahmoud! Walla, seid mal, wen ähnelt der? Ronaldo. What the hell? Zidane? Was sagt Zidane? Da muss ich noch was. Kai Havertz. Was sagst du denn, wenn er ihn mit langen Haaren? Was sagst du denn, wenn er? Der hübscheste Fußballer. Gabi? Ronaldo? Du musst auch sagen, ob ähnelt er? Ronaldo? Mach mal ganz, zeig mal ganz kurz Bild. Guck mal jetzt, Mahmoud! 100%. Ja, Tamam, ja, okay, ist jetzt. Jetzt wirklich. Tschüss. Walla, offiziell. Inshallah mit 40 sichern aus. Geile Jungs, ich merke es. Geile Jungs, sehr viel Humor. Stark, stark, stark. Boah, es sind sehr viele Talente dabei. Muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber bei uns halt im NRW, das heißt einfacher Profi zu werden. Wir haben halt viel mehr Möglichkeiten, weißt du? Stimmt, ja. Wir haben nur Hertha oder Union. Was ist das? Wir haben Schalke, Dortmund, Leverkusen, Bochum, Köln, Gladbach. Ui. Oh. Ui. Ihr merkt, ja, yeah, der wollte ihn noch eingeben. Oh. Guck mal, wie die mitfiebern, ja. Ey, 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 ey. Schuss! Oh, krass! Ja, und eine Sache noch, hab ich vergessen zu sagen. Man merkt's auch, ne? Gegentor, die Jungs schalten sofort um. Der hat gerade versucht, einen Fallrückzieher zu machen. Aber irgendwann reißt, ne? Man hat den Schulter auch. Alles gut, Bruder, alles gut. Einfach Countdown, von 5 runter 10. Das ist nicht weiter, aber später macht Helfer auch danach an. Nein, geht nicht. Omar, runter 10. Yassin! 4! Ja, Leute, wenn man nicht früh genug beginnt, ne, dann lassen sie sich schon sehr, sehr viel Zeit. Da fällt auch jetzt schon das erste Tor. Was? Wir sagen, ein Spieler fehlt ab.
Warte mal. Aber zählt trotzdem nicht. Warte mal ganz. Bei dir fehlt ein Spieler? Ja, Jungs, aber das ist dann eure Schuld. Wenn der Seite ist gegangen. Aber was können wir dafür? Wir haben doch gesagt, dieser Torwart, du meinst Leiter. Ja, aber das hätte ich ja nicht wissen können. Bruder, ihr habt viel zu lange gebraucht. Er hat auch 1, 2, 3, er hat gezählt. Ja. Ey, ist 1-0. Ja, wenn die nicht ready sind, dann sind die nicht ready. Ja, schlafen, Bruder. Du schläfst, wirst du schlafen. Hier wird nicht geschlafen. Fatih, mein Lieblingsspiel heute, der mit AC Mailand. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja? Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ui. Jungs, ganz kurz. Was habe ich am Anfang gesagt? Ja, nein, aber dieses Schubsen und dann Kopf an Kopf, sowas gibt es hier nicht. Einverstanden? Scheißegal, wenn faul ist, dann wie pfeifen, aber nicht dieses Kopf an Kopf und Schubsen, sowas will ich nicht sehen. Das ist die erste Verwarnung. Hier, Samu. Ja. Boah. Dicke. Da. Oh mein Gott. Warum aus der zweiten Reihe? Wallah. Boah, starke Annahme. Boah. Die Annahme war schon sehr stark. Der macht leider ein bisschen zu viel, ne? Aber der hat auf jeden Fall was drauf. Und das wirkt bei ihm so einfach. Das meine ich ein bisschen lästige. Kenn ich auch. Boah, guter Heber. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Digga! Einfach weiter, ey! Alter, ich bin grad so... Hat er gemerkt, dass er mal... Digga, diese Stimmung ist unglaublich! Kommst du unentschieden jetzt, ne, glaub ich? Weiß ich nicht. Weiter! Boah, die Stimmung geisteskrank ist, Lo. Ich freu mich. Boah, es geht hier um nichts, Bruder. Und die Leute spielen so, als ginge es hier um Preisgeld 2K. Nicht die Beine, nicht die Beine. Warte, Bruder. Erst Torwart. Der hintere ist Torwart. Warte mal ganz kurz, warte mal. Mach mal kurz Pause. Ja. Warte mal. Warte, okay. Weiter. Nein. Der Tor kann noch ein bisschen rauskommen. Zeit ist vorbei. Ey! Zeit ist vorbei. 3-3. Wie viel hast du gezählt? 3-3. Dann ist 3-3. Ich krieg 2 Minuten Nachspielzeit. Das heißt, macht ihr das mit Elfmeter und sowas? Ja, also jetzt müssen ja schon Sieger kommen. Also ist ja nicht mehr Quali. Ihr meint ja 2 Minuten oder macht ihr ein Golden Goal? Das heißt, der dazu. Nach 2 Minuten Golden Goal. Ah, okay. Oder 11 Meter. Was sagst du, Yassin? Macht er ihn rein, der erste Schütze? Real Madrid-Trikot. Eigentlich braucht man nicht mal so einen richtigen Power bei solchen Elfmeter. Schwer. Am Schmitten.
Hätte er halten können. Ja, aber der hat schon spekuliert, die anderen. Ja. Hat ihn sehr gut geschossen. Ja! Aber ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Was hältst du davon? Also, wir haben offiziell beschlossen, dass dieses Tor des, seit es der Eröffnung vom Beton 365, dass du das Tor des, was weiß ich, was gemacht. Was für ein Moment war das? Bruder, ich freue mich, ich bin von der Arbeit gekommen, nach der Arbeit Fußball spielen. Das war's, Bruder. Stark. Wie war so dieses Erlebnis, dass auf einmal alle reingekommen sind? Bruder, das Spiel hat sich allgemein im Finale angefühlt, nicht Viertelfinale. Ohne Spaß, ja, so vorgezogenes Finale einfach. Bruder, wirklich Respekt für diesen Tor. Ein Mann, ein Wort. Boller League oder Beton? Boller League oder Beton? Boah, ich sag dir ehrlich, mir macht mehr Spaß zu gucken, sehr ehrlich. Das sind meine Hochzeiten, habt ihr mich verstanden, Alter? Nein, das ist nicht wegen dir, weil hier kicken die Leute wirklich, weil die den Fußball lieben. Boller League, kann man immer noch sagen, ja, wegen dem Hype, ein bisschen, weißt du, Internetpräsenz, Geld natürlich kriegst du auch für, was ist auch nicht umsonst, ne? Aber hier ist wirklich pure Fußballliebe. Die Jungs kommen wirklich hier, es gibt wirklich nichts zum Gewinnen. Und man sieht hier, es geht wirklich, jetzt nicht um Leben und Tod. Die respektieren sich auch alle. Aber ihr seht ja auch selber. Ne? Digga, die Gruppe da ist schon, sie sorgt für sehr, sehr viel Feuer da hinten. Das ist das Geile, ihr nehmt eure Freunde mit auch noch, obwohl das nur ein Freundschaft, Turnier, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Mitternachtssport, Mitternachtsfußball. Einfach nur aus Spaß hier. Man muss die Sachen bekommen, Bruder, ich schwöre. Wow! Digga! Du hast es nicht gesehen, glaube ich. Aber, ne? Auch wenn einer Bein nicht kassiert oder so, solche Sachen, was gerade passieren, jeder nimmt das sportlich, weißt ja. du? Es ist nicht so eine, nächste Aktion, schau den um, wie man das halt im Fußball kennt, wie man Beine gibt, ne? Und auf ihn sauer bist, da bist du mal einmal Zeichen setzen. Aber hier wird alles sportlich genommen, das finde ich halt auch geil. Ja, Bruder! Wie spät haben wir es? Wie spät, Yassin? Das ist noch nichts, Bruder. Es gab Tage, wir waren bis 4 Uhr hier. Bis 4 Uhr. Michael, wach, ich schwöre. Es soll einfach nicht enden, Bruder. Ich küsse deine Haut. Eieieiei. Guck mal, was bei mir steht. Was du deinen Eltern schuldig bist? Weißt du erst, wenn du ein Kind hast? Das ist das. Kinder sind teuer. Der schlimmste Ding, den man wählen kann, ist der, kein zu wählen. Man muss manchmal im Leben auch ein paar Sachen riskieren. So, wir haben leider nicht viel vom Finale aufgenommen. Es hat nicht mehr viel passiert, so. Aber die besten 10 haben wir auf jeden Fall drauf. Also, ich glaube, Viertel, Halb und Finale. Man muss auch sagen, die Jungs waren auch sehr, sehr müde am Ende. Ne? Die Kraft hat gefehlt, ist auch anstrengend. Du weißt selber, wie es in der Halle ist, Turniere, Beine werden schwer. Aber der hat alle gut durchgezogen. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir sind jetzt. Ja, es ist fertig, ne? Sehr, sehr hitzig noch. Ja, wir diskutieren noch, ne? Keiner verliert gerne hier. Aber ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke an Fatih, ne? Ohne ihn wäre das wirklich nicht. Ich danke dir, dass du da bist. Ja, Freunde, in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gönnt dem Herrn, ich schwör's euch, ich sag euch mal etwas. Dieser Mann ist der sympathischste Influencer, den ich bisher getroffen habe. Ohne Spaß. Ohne Verrutschen. Er ist wirklich ein. Du bist so eine gute Seele. Danke dir. Bei Gott, so eine gute Seele. Das Kompliment. Aber ja, wie gesagt, Freunde, wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Abo da lassen. Abo da, es ist kostenlos, Freunde. Und kommentieren für den Album. Genau, richtig. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke an Fatih. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
wollen nicht mehr nach Hause gehen, Fatih. Die wollen nicht mehr.